Was machen wir heute? Normalerweise ist es ja so in meinen Soul Talks, dass ich auf eure Fragen eingehe und das werde ich auch heute in der zweiten Hälfte machen. Also wenn du noch Fragen hast, kannst du mir das dann gerne stellen. Heute möglichst tiefgreifende Fragen, okay? Ich bin an Deep Shit interessiert. Aber in der ersten Hälfte möchte ich dir gern heute Fragen stellen, ja? Und das kann sein, dass jetzt manche von euch am Sonntagabend vielleicht für die Fragen zu müde sind, dann lade ich dich ein, sie dir aufzuschreiben, weil die Fragen, die ich dir heute Abend stellen möchte, die haben die Power, dein Leben aus den Angeln zu heben. Das meine ich genauso, wie ich sage. Bevor ich dir die Fragen stelle, habe ich eine Bitte an euch, eine persönliche Bitte. Und zwar haben wir vielleicht der eine oder die andere von euch mitbekommen, dass ich am letzten Montag Geburtstag hatte und ich habe mir was gewünscht und ich wünsche mir das immer noch, nämlich, dass ihr an unserer Spendenaktion teilnehmt. Die liebe Barbara aus unserem Team, die wird so nett sein und das hier nochmal reinlegen. Wir haben ein ehrgeiziges Ziel und zwar möchten wir gern für die Organisation Mission Life, das ist eine Organisation, die die Flüchtlinge im Mittelmeer rettet, für die möchten wir gern 50.000 Euro zusammenbekommen. Und an der Stelle ein riesen Dankeschön an alle, die schon mitgespendet haben. Pi mal Daumen dürften es heute über 900 Menschen sein, die dem Ruf gefolgt sind. Wenn du dazu gehört, vielen Dank, das bedeutet mir wirklich was. Und es sind bis jetzt schon 34.000 Euro zusammengekommen. Die restlichen 16.000, die schaffen wir auch noch. Und wenn du heute Abend mitmachst, vielleicht kriegen wir die heute Abend sogar noch voll. Also bitte herzliche Einladung, jeder Euro zählt und du kannst damit echt Leben retten. Das ist mir gerade ein großes Herzensanliegen. Ich finde es ganz toll, dass der Fokus gerade so stark auf dem Krieg in der Ukraine ist und dass viele Menschen dort so sehr helfen. Aber wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, was auch sonst noch in der Welt passiert. Gut, jetzt zu meinen Fragen. Ich lade dich ein, damit es nicht einfach so ein schlaffer Insta-Live-Talk wird, wo du dich einfach so ein bisschen berieseln lässt, sondern ein Talk, der dich wirklich in der Tiefe berührt und verändert, lade ich dich ein, dir vorzustellen. Ja? Du bist ja eh per Zufall hier, haben ja die meisten gerade geschrieben, dass es ein Zufall ist, dass heute Abend gerade dieser Typ zu dir spricht und dass dieser Typ heute gar nicht als Fighter ist, sondern als Stimme des Universums, okay? Und das Universum möchte dir gern ein paar Fragen stellen und ich lade dich ein, dich von diesen Fragen berühren zu lassen und sie für dich ehrlich zu beantworten. So, meine erste Frage an dich ist, liebes Menschenkind, wer bist du? So, stell dir vor, wir würden uns jetzt auf der Party begegnen. Du rein zufällig da, auf der anderen Seite des Universums. Und das Universum fragt dich, wer bist du? So, was ist deine Antwort auf die Frage, wer bist du? Meine zweite Frage an dich heute Abend ist, wofür bist du hier? Schau, ich stelle nicht ohne Grund am Anfang meines Soul Talks meistens diese Frage, warum seid ihr hier? Ja? So, warum wählst du das mit Abstand kostbarste, was du hast, nämlich deine Lebenszeit gepaart mit deinem Fokus, jetzt gerade diesem Video zu widmen? Was ist der Sinn? Ich glaube nämlich nicht daran, dass es einfach nur zufällig ist. Ich glaube auch nicht daran, dass es egal ist, sondern ich glaube, je klarer du weißt, warum du jetzt gerade hier bist, je klarer du weißt, warum du heute Morgen aufgestanden bist, wofür du lebst, wofür du atmest, umso klarer werden die Ergebnisse sein. Also wofür bist du hier? Meine dritte Frage an dich. Stell dir vor, ich als Repräsentant des Universums komme zu dir jetzt hier in diesem Live-Talk und ich sage zu dir, mein liebes Menschenkind, du hast einen Wunsch in diesem Leben frei. Einen Wunsch, der dir hundertprozentig garantiert wird.
Und jetzt nicht der Schlaumeier-Wunsch von wegen, ich wünsche mir, dass alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Nee, nee, nee. So, stell dir vor, es gäbe eine Sache, die du dir hundertprozentig wünschen könntest und die würde in Erfüllung gehen. Aber jetzt kommt's, du müsstest bereit sein, dafür auf alles andere zu verzichten. Was wäre das? Vielleicht ploppt die Antwort jetzt sofort hoch. So, ich habe diese Frage zum allerersten Mal vor 22 Jahren gehört. Und durch Gnade ist die Antwort direkt aus meinem Herzen aufgetaucht und es hat alles in meinem Leben verändert. Meine nächste Frage an dich ist: Was ist der Tod? Und keine Sorge, ich will dich nicht deprimieren, ich will dich auch nicht beängstigen, aber ich möchte dich gern fragen, was ist der Tod? Ich meine, du hast sicher schon mitgekriegt, das ist dieses eine Ding, was auf uns alle zukommt. Eine der wenigen Sachen, die für uns alle absolut garantiert am Ende auf uns warten. So, was ist das? Und dann habe ich noch eine Frage, das ist die letzte Frage. Was ist Leben? Und wenn du jetzt mitgemacht hast und da sind Antworten in dir aufgestiegen, dann möchte ich jetzt nochmal nachhaken und möchte dich gern fragen, die Antworten, die du gerade gedacht hast oder die du vielleicht auch ausgesprochen hast, sind es wirklich deine Antworten? Und mit deiner Antwort meine ich, ist das durchdrungen von radikaler Nachfrage, von Selbsterforschung, von Erfahrung? So ist es etwas, wovon du sagen würdest, das kann dir niemand wegnehmen, das kann niemand erschüttern, weil du hast dich auf die Suche nach der Antwort begeben. Du hast Zeit und Energie investiert. Und das ist deine Antwort. Oder ist die Antwort, die als erstes kam, eine Antwort, die du irgendwo gelesen hast? In irgendeinem schlauen Buch? Oder die du gehört hast bei irgendeinem Guru? Oder vielleicht bei dir um die Ecke in der Kirche? Und du hast die Antwort übernommen, weil die Antwort klingt irgendwie plausibel. Aber es ist wirklich deine Antwort. Und hat die Antwort in dir so tiefe, so starke Wurzeln, dass sie dir dabei hilft, dieses Leben in seiner ganzen Komplexität, in all seinem Licht, in all seinem Schatten, in all seinem Dreck, in allem Schmerz zu meistern? Oder wenn du ganz ehrlich bist und wenn du einen Schritt zurücktrittst und einfach mal in die wirklich intensiven Momente deines Lebens schaust, also dann, wenn der Schmelztiegel so richtig heiß wird, wenn du ganz ehrlich bist, merkst, diese Antworten haben noch keine wirkliche Tragfähigkeit. Weil es sind Antworten, die du irgendwann mal aufgeschnappt hast, aber die du noch nicht mit eigenem Leben durchdrungen hast. Schau, womit ich dich heute Abend gern liebevoll challengen würde, ist mit der Frage, ob du dir je Zeit genommen hast, wirklich Zeit genommen hast, dein Leben so richtig ernst zu nehmen. Es gibt ja sehr verschiedene Konzepte davon, was Menschen unter Spiritualität verstehen. Ja, es gibt viele Menschen, die denken, man ist spirituell, wenn man an Gott glaubt oder wenn man Feen oder Wurzeltrolle sieht oder man ist spirituell, wenn man sich besonders fühlt, weiterentwickelt als die anderen oder man ist spirituell, wenn man mit Begriffen um sich wirft: Friede, Liebe, Freiheit, Erleuchtung. So für mich persönlich, und das würde ich heute Abend gern mit euch teilen, hat ein spiritueller Pfad extrem viel damit zu tun, dich und dein Leben hundertprozentig ernst zu nehmen. Zu verstehen, dass dieses irdische Leben, also in diesem Körper, irgendwann vorbei ist.
Und dass jeder einzelne Moment, zum Beispiel auch der jetzt gerade, unendlich kostbar ist. Und dass du den verpennen kannst oder du kannst ihn voll nehmen, du kannst ihn voll trinken. So, stell dir einfach vor, du wachst eines Morgens auf, du hast alles vergessen, was davor war, und du wachst in einem riesigen Labyrinth auf. Vielleicht kennst du die Filme, es gibt so eine, eigentlich eher für Jugendliche Serie, aber ich finde die vom Ansatz her cool, die heißt Maze, also das Labyrinth. Und da geht es genau darum, also Jugendliche wachen auf, finden sich plötzlich im Labyrinth wieder mit anderen Menschen und niemand weiß, wie sie hergekommen sind, warum sie hier sind, was die Regeln sind, sie wissen nur, es ist gefährlich. So, stell dir vor, du wachst in so einem Labyrinth auf und du hast nicht die Antwort auf die Fragen, die ich dir vorhin gerade gestellt habe. Du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wo du herkommst, du weißt nicht, wo du hin sollst in diesem Labyrinth und du weißt nicht, wofür du da bist. So, das ist sinnbildhaft tatsächlich das, was den meisten von uns passiert. Wir werden geboren und entweder je nachdem, wie man sieht, wissen wir überhaupt noch nichts, wir sind eine reine Festplatte, oder aber, wenn du zum Beispiel jemand bist, der an Reinkarnation glaubt, du wirst geboren und du hast alles vergessen. Und du wirst geboren in eine Familie hinein, die dir erzählt, was das Leben ist. Die dir erzählt, wer du bist. Die dir erzählt, was die Regeln sind. Du gehst in eine Schule, die dir ganz, ganz viele Dinge beibringt. Die dir auch versucht beizubringen, wer du bist und worum es in diesem Spiel geht. Und du lernst die ganze Zeit dazu, weil du beobachtest. Du bist vielleicht in einer ganz bestimmten Religion groß geworden. So, dann hast du auch Priester, Pfarrer gehabt, die dir erzählt haben, wie die Welt ist. Die dir beschrieben haben, wer oder was Gott ist. Aber was wäre gewesen, wenn du in einer anderen Familie geboren wärst? Ohne diese Geschichte. An was würdest du dann jetzt glauben? Also der springende Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wie sind alle in so ein Labyrinth hineingeboren worden? Und es kann sein, dass du jetzt gerade denkst, boah, Sonntagabend, 21.15 Uhr, ich wollte ja eigentlich nur mal zufällig vorbeischauen. Ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Ich glaube, dass du gerade hier bist, weil diese Fragen Relevanz für dich haben. Weil was passiert, wenn wir in diesem Labyrinth des Lebens unterwegs sind und die Antworten auf diese Fragen nicht haben oder aber, was noch fast schlimmer ist, mit Antworten herumlaufen, die uns andere mitgegeben haben auf dem Weg, aber die für uns gar nicht stimmen, dann wirst du bewusst oder unbewusst in diesem Labyrinth immer wieder die Erfahrung machen, dass bestimmte Dinge nicht hinhauen. Du spielst ein Spiel, aber du kennst den Namen von dem Spiel nicht. Du kriegst schon irgendwie mit, dass das Spiel bestimmten Regeln folgt, aber du kennst die Regeln nicht. Und du versuchst sie durch Versuch und Irrtum rauszukriegen, aber es gibt ganz oft Situationen, da sieht das alles ganz unlogisch aus. Zum Beispiel der Schmerz in einer Beziehung. Der verzweifelte Versuch, Recht haben zu wollen, wenn du dich mit dem geliebten Menschen streitest. Oder du hast dir sicher auch schon die Frage gestellt, warum gibt es überhaupt Krankheit? Warum gibt es Schmerz? Warum gibt es Krieg? So, die Antworten auf diese Fragen, die ich dir am Anfang gestellt habe, entscheiden maßgeblich darüber, ob das Spiel in diesem Labyrinth für dich gefährlich ist. Und ich bin nur überzeugt davon, dass sehr, sehr viele Menschen, besonders in unserer westlichen Zivilisation, obwohl wir so cool tun, tatsächlich unbewusst ganz viel Dauerstress haben, weil uns dieses Leben bedroht. Also es bedroht uns nicht wirklich, aber wir fühlen uns bedroht, weil wir einfach merken, wir verstehen so viele Dinge nicht. Wir wissen ganz viel. Ja, unsere Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter. Die Technologie entwickelt sich so schnell weiter, aber wir wissen in der Tiefe nicht, wer wir sind. Wofür wir wirklich hier sind. Und dann spielen wir ein Spiel, und wir suggerieren uns, dass wir uns dieses Spiel ausgedacht hatten. Wir suggerieren uns, dass wir das Spiel kontrollieren. Aber spätestens dann, wenn sowas passiert wie Corona,
oder Krebs oder jemand verlässt dich, merkst du plötzlich, nee, da gibt es noch eine tiefere Dimension in dem Spiel, die du noch nicht verstanden hast. Ich möchte dich einladen, diese Gelegenheit zu nutzen, um einfach mal alles, was du glaubst, zu wissen über das Leben, über Religion, über Spiritualität auf den Prüfstand zu legen und dich zu fragen, was weiß ich denn wirklich? Was habe ich durch meine eigene reale Erfahrung herausgefunden? Wo und wie habe ich diese Existenz herausgefordert, sich mir zu offenbaren, mir zu zeigen, worum es wirklich geht? Und jetzt komme ich zu meiner Einladung. Wenn du merkst, dass dich diese Fragen berühren, dann lade ich dich ein, dich mit mir ab der kommenden Woche für 6 Wochen lang mal so richtig intensiv mit diesen Fragen zu beschäftigen. So, schau, eine der wichtigsten Lektionen für mich aus dieser Corona-Zeit ist, dass ein Großteil der sogenannten psychospirituellen Szene in unserer westlichen Welt im deutschsprachigen Raum nicht so reif ist, wie wir das gedacht haben. Ein Großteil der Szene hat, wir könnten in einer gewissen harten Weise sagen, versagt. So, die Blase ist geplatzt. Wir sind umhergelaufen mit ganz vielen hehren Idealen, mit wunderschönen Konzepten, die wir hatten von uns, von der Welt, von unserem göttlichen, unverletzbaren Selbst. Und eine kleine Maske oder jemand, der anders denkt, hat alles durcheinander gebracht. Für mich persönlich war das erst eine absolut deprimierende Erfahrung, weil ich arbeite ja nun mal in der Szene. Und ob ich will oder nicht, ich bin Part dieser Szene. Und dann habe ich die Challenge angenommen. Ich habe mir angeschaut, wo ich selbst Konzepte wiedergegeben habe und noch gar nicht wirklich da reingereift war. Und dieselbe Erfahrung habe ich jetzt gerade gemacht mit dem Krieg. Dass ganz viel von dem, was wir dachten zu glauben, von unserem hehren Gutmenschentum, wenn wir ganz ehrlich sind, also wenn wir uns wirklich selbstkritisch herausfordern, wenn wir uns anschauen, wie wir auf die Turbulenzen dieser Zeit reagieren, keinen Bestand hat, keine wirklichen Wurzeln hat. Und deswegen ist in mir seit ein paar Monaten der Wunsch gereift, dass ich gern in meinem neuen Kurs, der heißt Homo Universalis, mit euch gemeinsam tiefer erforschen möchte, oder vielleicht zum allerersten Mal wirklich ganz genau erforschen möchte, was ist denn eigentlich überhaupt Spiritualität? Was ist Wahrheit? So, was ist dein von Leben und wirklicher Weisheit durchdrungener Glaube? Und was ist, wenn du mal ganz ehrlich bist, einfach Bullshit? So, hast du für dich eine innere geistig-seelische Position gefunden, die Bestand hat, wenn um dich herum Sturm wirkt. Die Bestandheit, wenn du dich selbst mit deiner Menschlichkeit auseinandersetzen musst. Die dir Antworten liefert auf diese ganzen vielen Paradoxien. Dieses auf der einen Seite das Gefühl zu haben, du hast die Wahl, auf der anderen Seite zu merken, hey, wenn du ganz ehrlich bist, du hast an ganz vielen Stellen überhaupt nicht die Wahl. Auf den Widerspruch herauszufinden, dass es in dir was gibt, was reines, was unschuldig ist. Ja, lass uns ein großes Wort nehmen, was göttlich ist. Und dass es aber auch was ganz Dreckiges, Kleines gibt. Wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man das zusammen in dieser Welt, die so weltlich ist, die so zerrissen ist, die so dual ist, in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt zu sein? Seinen Idealen treu zu sein und trotzdem voll in dieser Welt zu wirken. So, das ist meine Einladung an euch. Also wenn ihr Bock habt, Homo Universalis ist ein 6-teiliger Kurs, der beginnt am Dienstag. Und eine Vorwarnung, also mir geht es nicht darum, euch zu sagen, was wirkliche Spiritualität ist, sondern ich möchte dich herausfordern, als ein erwachsener Mensch deine ganz ureigene Form von Spiritualität zu finden. Übrigens auch, wenn du dich als Atheist begreifst. Also meine Definition von Spiritualität
hat nichts damit zu tun, dass man an Gott glauben muss. Im Gegenteil, da passt Wissenschaft oder konstruktiv-kritisches Denken absolut dazu. Letzten Endes bedeutet es, die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, immer wieder selbstverantwortlich, so wach wie möglich, so demütig wie möglich zu nehmen und sie wirken zu lassen und immer wieder neu meine aktualisierte Antwort darauf zu finden. Wenn du auf Verschwörung stehst, ich überhaupt nicht, aber hier habe ich eine für dich. Wir gehen durch diese Welt. Also wir wären geboren in einer Welt von Milliarden anderen Menschen. Und wir durchlaufen ja letzten Endes alle dieselben Zyklen. Ja? Wir lernen Sprache, wir lernen Laufen, wir lernen uns auf andere Menschen zu beziehen. Wir lernen in der Schule so viele Sachen, Mathematik, Geografie, Chemie und so weiter und so weiter. Wir gehen raus in die Welt, wir hoffen, dass wir einen guten Partner und eine Partnerin finden. Wir setzen weitere Babys in die Welt, damit der Zyklus weitergeht. Wir schuften uns allen ab, damit wir genug Geld haben, um Miete zu bezahlen, um unsere Träume zu erfüllen. Wir versuchen, so gut es geht, gesund zu bleiben. Wir kämpfen so viel. Wir sind so mutig. Wir sind alle so mutig. Aber aus irgendeinem Grund haben wir eine Gesellschaft konzipiert, die die wichtigsten Fragen, nämlich die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, viel zu selten stellt. Es ist wirklich wichtig, dass ich das Periodensystem auswendig kenne. Oder wäre es nicht viel sinnvoller, wenn bereits mein Vater, meine Mutter, meine Kindergärtner und spätestens meine Lehrer und Lehrerin mich ermutigt hätten, mich immer wieder hinzusetzen und mir die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Es ist wirklich wichtig, dass ich in Grammatik perfekt bin oder dass ich irgendwelche Integralfunktionen in Mathematik kann. Oder wäre es nicht viel, viel powervoller, wir würden unseren Kindern Methoden beibringen, mit denen sie auf inneren Reisen ihren eigenen inneren Sinn finden könnten und den Mut, den auszudrücken. Es ist wirklich so sinnvoll, dass wir in die Kirche gehen und uns von jemand anderem erklären lassen, wer Gott ist und wie das Ganze funktioniert. Wäre es nicht viel powervoller, unsere Kinder zusammenzuholen und dem Pfarrer die Kinder fragen zu lassen? Hey Kinder, was glaubt ihr, wer oder was Gott ist? Und dann von den Kindern zu lernen. So, das sind alles Fragen, die mich total bewegen. Und nochmal, mir geht es nicht darum, dir meine Antworten aufzuschwatzen, weil ich glaube, dass jeder Einzelne von uns letzten Endes herausgefordert ist, in diesem so kostbaren Leben sein eigenes spirituelles Manifest zu finden, seine eigene Lebensanleitung. Dass wir herausgefordert sind, die Informationen, die uns von unseren Vorfahren mitgegeben sind, auf den Prüfstand zu legen, weiterzuentwickeln und nicht irgendwas nachzulabern. Und so glaube ich persönlich, dass ein spiritueller Mensch, also in dem Kontext, wie ich Spiritualität versteht, viel weniger weiß und viel mehr lauscht, viel mehr fragt, anstatt zu erklären. So in Homo Universalis geht es mir auf der einen Seite darum, mit euch mal so die ganzen Mythen auseinanderzunehmen, die wir durch Religion, aber auch durch unsere westliche Flachlandspiritualität mitbekommen haben. Und uns mutig anzuschauen, welche Fragen bewegen uns in der Tiefe, in unserer ganzen menschlichen Zerbrechlichkeit und gleichzeitig aber auch in der Größe und Weite, die wir manchmal empfangen. Und wie könnte dein Weg aussehen, deine Wahrheit zu finden? Eine Wahrheit, die für dich Antworten gibt, die du vielleicht nicht in Worte fassen kannst, aber
Antworten, die dir Sicherheit geben, auch wenn die gesamte Welt um dich herum gerade verrückt spielt. So, ich glaube, ihr Lieben, dass für all diejenigen unter euch, die in Kirchen sind, ich glaube, dass Kirchen weiterentwickelt werden müssen, dringend weiterentwickelt werden müssen und dass es nicht cool ist, darauf zu warten, dass das die Popen machen oder die alten Gurus, sondern dass jeder und jeder Einzelne von uns dazu aufgefordert ist. Und ich glaube, dass bei dem, was auf uns zukommt, an Krisen, an Stapelkrisen, an der Mutter aller Krisen, nämlich der Umweltkrise, wir als geistige, sinnsuchende Wesen in uns drin eine ganz klare Heimat finden müssen. Und das ist die Einladung von Homo Universalis. So, wenn du willst, schau am Dienstagabend vorbei um 20 Uhr. Der erste Abend ist meine Einladung an dich. Das heißt, da kannst du erst noch reinschnuppern. Wenn du an dem ganzen Kurs teilen willst, brauchst du ein Abo bei uns auf der Plattform Homo Dea. Barbara ist so lieb und haut bestimmt nochmal den Link rein. Und da könnt ihr richtig, richtig gern einfach reinschnuppern. Es wäre mir eine große Ehre und Freude, mit dir gemeinsam so den Sumpf, sage ich jetzt mal, den ich an manchen Stellen in unserer psychospirituellen Szene wahrnehme, trocken zu legen und aus dem heraus ein wirklich sehr bodenständiges und gleichzeitig visionäres Licht aufscheinen zu lassen. Ja. So, ihr Lieben, und jetzt gehe ich richtig gern auf eure Fragen ein. Vorher habe ich noch, weil so viele neue Leute dazugekommen sind, spreche ich nochmal ganz unverschämt meinen Geburtstagswunsch aus. Ich habe am Montag Geburtstag gehabt und ich wünsche mir von allen, die mich und meine Arbeit mögen, dass ihr euch beteiligt an unserer Spendenaktion für Mission Live. Ja, wir haben das Ziel, 50.000 Euro zu spenden und wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei 34.000, hoffentlich jetzt schon bei mehr. Es wäre super cool, wenn heute Abend noch mehr Geld zusammenkommt, weil das rettet im Mittelmeer wirklich Leben. Ja. Das ist für mich übrigens eine aktive Form, spirituell zu sein. Ich schaue jetzt mal, was so an Fragen eingegangen ist. Denise fragt, was bedeutet erwachtes Bewusstsein in deinen Worten und in welchem Zusammenhang setzt du waches Menschsein damit? Ich mag den Begriff erwachtes Bewusstsein gar nicht, liebe Denise. Weil das nämlich danach klingt, als wenn es einen Schalter in uns gibt. Und wenn wir den anschalten, werden wir erwacht. Und das Ergebnis davon, kannst du dir einfach in der Geschichte der Menschheit anschauen, gibt es, dass es immer wieder Menschen gegeben hat und gibt, die sich anmaßen zu denken, sie wären erwacht. Was die meisten von denen gehabt haben, ist sehr wahrscheinlich eine religiöse oder eine spirituelle Gipfelerfahrung, die sich anfühlt wie Erwachen. Und wenn wir dann aber glauben, jetzt sind wir erwacht, dann gehen wir das Risiko ein, dass wir eigentlich schon wieder schlafen in der nächsten spirituellen Arroganzblase und das nicht wirklich mitkriegen. Ich mag es mehr von erwachendem Bewusstsein zu sprechen. Ja, also es gibt diesen wunderschönen Vers von Rumi war es, glaube ich, der gesagt hat, Gott ruhte im Stein, erwachte in der Pflanze, ich glaube, pulsierte im Tier und begann im Mensch zu lieben, so ungefähr. Und das Bild mag ich sehr, also die Vorstellung einfach davon, dass das gesamte Leben letzten Endes eine Form von Bewusstsein in sich birgt, die den Imperativ hat, also den unaufhaltsamen Drang, immer weiter zu erwachen. Und dieses immer weiter Wachen hat ein paar Eigenschaften, an denen wir das messen können. Also zum Beispiel, dass wir wirklich wacher werden, also im Sinne von, dass wir uns präsenter fühlen, dass wir die Dinge viel mehr wahrnehmen. Also du kannst jetzt zum Beispiel, geht jetzt an euch alle, wenn ihr wählt, jetzt gerade wacher zuzuhören. Mach mal mit, okay? So, schau mal auf den Bildschirm und stell dir vor, du hast die Möglichkeit, bewusst zu werden. Jetzt wacher zu sein. Präsenter zu sein. Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass deine Ohren größer werden und dass du viel mehr hörst. Dass deine Augen sich öffnen und dass du viel mehr empfängst.
dass dein Körper präsenter ist. Merkst du? Geht, ne? So, dann könnte man sagen, jetzt ist dein Bewusstsein etwas wacher als davor. Also Präsenz. Wenn unser Bewusstsein erwacht, nochmal, das ist für mich ein fließender, rhythmischer Prozess, sollte sich das dadurch ausdrücken, dass wir erkennen, dass immer mehr von dem, was wir dachten, was wir im Außen sehen, tatsächlich in uns stattfindet. Also erwachendes Bewusstsein schließt ein, es löst Trennung auf. Wir sind in der Lage, die Komplexität der Welt besser zu erfassen, besser zu durchdringen. Wir sind in der Lage, das, was wir gestern noch als Paradox oder als Widerspruch erkannt haben, heute wirklich in seiner Synergie wahrzunehmen. Meist geht erwachendes Bewusstsein damit, dass wir auch mehr fühlen. Das sollte immer kleingedruckt dabei stehen bei allen bewusstseinsverändernden Prozessen. Ja. Erwachen bedeutet mehr zu fühlen und das ist nicht immer angenehm, weil du plötzlich nicht mehr nur deinen eigenen Schmerz, dein eigenes Problem fühlst, sondern tatsächlich auch den Schmerz der gesamten Welt. Und gleichzeitig führt erwachendes Bewusstsein aber auch dazu, dass du in Kontakt kommst mit dem, was in dir transzendent ist, das heißt mit dem, was nicht verletzt werden kann, was ewig frisch und unschuldig ist. So. Und so wie ich das sehe, so wie ich das erfahre, gibt es da nicht wirklich einen finalen Endzustand. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr misstrauisch, wenn Menschen sagen, ich bin erwacht. Und zu deiner Frage, was verstehe ich unter wacher Menschheit oder erwachender Menschheit? Also eine Menschheit, die aufwacht, die sieht, in welchem Paradies sie gelandet ist. Die sieht, was ihre Handlungen für Konsequenzen haben. Die sieht, dass sie, in der ersten Stufe sieht sie, dass sie mit allem verbunden ist. In der nächsten Stufe sieht sie, dass sie tatsächlich alles ist. Das wünsche ich mir von einer erwachenden Menschheit. Ja. Ich zweifle manchmal an dem Grund, weswegen ich hier bin. Wie kann ich sicher sein? Also ein Grund, ein wichtiges Anliegen für mich mit dem Kurs Homo Universalis ist es, dich einzuladen, zu verstehen, dass diese Form von Sicherheit, nach der wir suchen, nicht in einem verbalen Kontext zu finden ist. Sondern im Gegenteil, dass immer dann, wenn wir denken, wir hätten Sicherheit durch Worte, ja, zum Beispiel, wenn du denkst, du kannst jetzt den Sinn deines Lebens in Worten ausdrücken, in dem Augenblick, also bildhaft gesprochen, legst du dir eigentlich sowas an wie ein unsichtbares Ganzkörperkondom, ziehst du dir so drüber, das fühlt sich sicher an, aber du bist nicht mehr im direkten, nackten Vollkontakt mit der Existenz. Also wenn du dir die Frage stellst, was ist der Sinn deines Lebens? Und du hast, sagen wir mal, du hast einen Tag oder du hast eine Phase, wo das plötzlich kristallklar ist und du sagst, es ist die Liebe, ja? Dann genieße das, ja? Gib dich dem hin. Und sei dir aber auch sicher, wenn du ein lebendiges Wesen bist, dass du Tage haben wirst, wo du das überhaupt nicht spüren kannst. Wo du das in Frage stellst. Wo du dich vielleicht fragst, vielleicht gibt es die Liebe gar nicht, vielleicht ist es einfach nur eine biochemische Illusion in meinem Kopf. Und das ist ein Tag, an dem du die Möglichkeit hast, Sicherheit in der Unsicherheit zu finden. Auch das ist für mich ein Ausdruck von echter spiritueller Reife. Eben nicht zu denken, ich müsste immer ein kristallklares, festes Konzept haben, sondern an den Tagen, an denen ich nur weiß, dass ich nichts weiß, zu wissen, wie ich in diesem Nichtwissen Stille finde. Zum Beispiel darüber, dass ich sage, ich zergrübel jetzt meinen Kopf nicht, sondern ich weiß es einfach nicht. Und es ist okay, dass ich das nicht weiß. Und wenn du dich dem hingibst, wette ich mit dir, dass du merken wirst, dass etwas in dir still wird. Und wenn
diese zweifelnde Stimme in dir still wird, dann merkst du plötzlich, du bist am richtigen Ort. Und ohne, dass du das vielleicht mit Worten erklären kannst, du lebst auch deinen Sinn. Und wenn dich jemand fragt, was ist der Sinn, dann sagst du, heute ist mein Sinn, einfach jetzt gerade hier zu sein. So. Und in diesen stillen, nicht wissenden Momenten vertieft sich unser direkter Kontakt mit der Existenz. Ja. So, der Verstand geht in den Hintergrund und du bist einfach im direkten Kontakt mit dem, was jetzt gerade ist. Und aus dem kann irgendwann wieder ein noch gereifteres Verständnis von deinem Sinn auftauchen. Und dann gibt es wieder Tage, an denen kannst du das wunderbar mit Worten erklären. Ja. So, wir werden auch über die 5 Dämonen sprechen. Oder die, besser gesagt, Dämonen klingt immer so spektakulär, über die 5 Widersacher, die uns davon abhalten können, der Wahrheit zu begegnen. Und einer dieser Widersacher ist unser Zweifel, der uns suggeriert, dass wir durch das Zweifeln irgendwann zur Wahrheit kommen. Aber letzten Endes ist das Zweifeln meistens, bis auf wenige wirklich existenzielle Zweifel, ist das Zweifeln einfach ein Zwiegespräch unseres Egos mit sich selbst, was uns davon ablenkt, einfach jetzt in die direkte Erfahrung mit dem Leben zu gehen. Hier kommt die Frage von Julia. Wenn mich eine andere Person triggert, dann ist mir klar, dass es meist einen nicht akzeptierten Anteil mir anspricht. Wie kann ich trotzdem besser mit Unsympathie eingehen? Also auch das ist ja so ein spirituelles Konzept, ne, was uns ganz schön malträtieren kann, so die Vorstellung, dass wenn wir irgendwann erleuchtet sind, dann sind uns alle Menschen und alle Wesen sympathisch. Aber es kann einfach sein, dass wenn jemand pupst, dass es immer noch stinkt und dass du das immer noch nicht cool findest. Ja? Und was du ansprichst, ist die hohe Kunst der Schattenarbeit. Auf der einen Seite, klar, geht es voll darum, dass wir rausfinden, okay, was ist unser Anteil, den wir auf den anderen Menschen projiziert haben? Was für Glaubenssätze oder Urteile haben wir auf diesen Menschen projiziert, um das zu uns zurückzunehmen? Also Schatten zeigt sich einfach immer in so einer reaktiven Spannung in uns. Ja. Und trotzdem kann es sein, wenn du das bearbeitet hast, dass immer noch dein ganzes Biosystem einfach in so einer Abwehrspannung ist und einfach sage, ich mag den Menschen nicht. Ja? Und dann zu wissen, dieser Teil in dir, der diese Unsympathie fühlt, das ist nur ein Teil von dir, das bist nicht du. Aber es ist auch kein Problem, dass der Teil da ist. Verstehst du? Wenn manche Hunde auf der Straße knurren, wenn sie andere Hunde sehen, dann kannst du ja auch nicht sagen, schalt das jetzt mal ab, mal Schattenarbeit. So. Das Ding ist gar nicht unsere Reaktion. Ja? So wie bei Essen. Es gibt Essen, was du lecker findest, und es gibt Essen, was du eklig findest. Das Ding ist, dass wir es persönlich nehmen. Ja. Dass wir entweder denken, wir haben Recht mit unserer Unsympathie. Das ist natürlich Bullshit, weil wir sehen den anderen niemals vollständig. Oder wir denken, unsere Unsympathie würde uns irgendwie schuldig machen oder unvollkommen machen und wir müssen die irgendwie abstellen. So, wie wäre es, wenn du einfach sagst, ja, mag dich immer noch nicht. So, lass uns gemeinsam rausfinden, was es ist. Vielleicht passen wir einfach nicht zusammen. Ja, vielleicht ist es einfach die Art und Weise, wie du riechst. Ja, so, ich mache die Erfahrung, probier es einfach mal aus. Wenn ich mir innerlich gestatte, dir zu sagen, ich mag den Menschen nicht, dann entspannt sich dieses Nicht-Mögen und dann bin ich schon wieder in Kontakt mit dieser tieferen Liebe, die ja auch immer da ist. Ja. Und ganz toll ist natürlich, wenn du mit diesem Menschen eine Basis findest, wo ihr euch beide sagen könnt, hey, was, eigentlich mögen wir uns nicht. Hast du Bock, dass wir gemeinsam herausfinden, was das sein könnte? Ja. So, schauen wir mal noch Frage. Glaubst du, dass die Entstehung des Lebens Zufall war? Liebe Grüße von Alexander. Ich glaube, dass Zufall ein Wort ist.
Und dass alle Worte, alle menschlichen Worte nicht in der Lage sind, die Dynamiken der Schöpfung wirklich adäquat zu beschreiben. Ja. Verstehst du? Also wir sind, also unser Verstand ist ja eine Kreation der Schöpfung. Ja. So. Also ich bin ja ein großer Freund der kosmologischen Abläufe, ja, des Urknalls und wie sich danach alles entwickelt hat, etc. Und letzten Endes kannst du sagen, also unser Verstand ist ein Part, ist ein Ergebnis, ist eine kleine Ausstülpung dieses Urknalls. So, das heißt, unser Verstand ist innerhalb eines viel, viel größeren Systems. Und unser Verstand ist in der Lage, nur ganz begrenzte Dimensionen des Wirkens zu erkennen. Also so wie sehr wahrscheinlich, vermute ich mal, ein Stein noch viel begrenztere Dimensionen wahrnehmen kann. So, das heißt, wir leben in diesem, wir könnten sagen, also eigentlich hat sich die Schöpfung mit uns im Witz erlaubt, weil auf der einen Seite ist unser Verstand zu klein, um die Dinge zu erfassen. Und auf der anderen Seite muss er aber ständig diese Fragen stellen. Ja, wir müssen diese in Frage stellen und wir müssen versuchen, das rauszukriegen. Aber wir sitzen halt nicht am Steuer, sondern wir sitzen hinten. Was ich dir sagen kann, ist, in den Momenten, wo ich komplett aufgehört habe, über solche Dinge nachzudenken, ja, was ist der Sinn, ist es Zufall, ist es nicht, habe ich eine Wahl oder nicht, sondern mich eher dem komplett hingegeben habe, zum Beispiel Meditation, habe ich Momente erlebt, die in sich so durchschlagend schlüssig eine Ordnung hinter allem offenbart haben, dass ich persönlich davon ausgehe, dass unser Konzept von Zufall ein ganz, 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 ganz lächerliches Konzept ist. Ja. Hey, mein Monk, du bist auch da. Ich grüße dich. Ich mag deine Seite sehr. Warum sollte ich hier sein, um so viel Schmerz zu erleben? Schau. Das ist der Unterschied zwischen Homo Universalis und meinem Ansatz und zum Beispiel, was weiß ich, der Kirche zum Beispiel. Oder wenn du jetzt zum Guru gehen würdest, der würde dir das erklären. Ich möchte dich einladen, erwachsen zu sein und die Antwort selbst rauszufinden. Und die Antwort wirst du finden, wenn du erstmal akzeptierst, dass es das Phänomen, was du Schmerz nennst, dass es das gibt. So, was wir Menschen gerne machen ist, wir durchdringen die Phänomene nicht, also die unangenehmen, sondern wir versuchen sie von außen zu analysieren oder wir versuchen von irgendjemandem eine Antwort zu geben, die uns beschwichtigt. Aber eigentlich geht's darum, wenn du merkst, du haderst mit Schmerz, zu sagen, dann untersuche ich jetzt mal Schmerz. Ja? Als ich das erste Mal in einem Meditationsretreat war, für 10 Tage, da hatte ich davor die Vorstellung, die bringen mir die Meditationstechnik bei und dann schwebe ich 10 Tage lang auf Wolke 7. Nach einem halben Tag habe ich so brutale Schmerzen an einer Stelle an meinem Rücken gehabt und die sind in der ganzen Zeit nicht weggegangen. Und ich habe 10 Tage lang jeden Tag 10 Stunden gesessen. Das heißt, ich hatte sehr, sehr viel Gelegenheit, mich mit der Frage zu beschäftigen. Erstens, will ich das überhaupt untersuchen oder will ich eigentlich, dass es weggeht? Zweitens, will ich das selbst rausfinden oder will ich immer wieder vorlaufen zu dem Meditationslehrer und ihn fragen? Und dann habe ich mich auf diesen Schmerz eingelassen. Und ehrlich gesagt, nicht weil ich schlau war, sondern weil ich eh nicht weg konnte. Und so habe ich meine Antwort darauf gefunden, was Schmerz überhaupt ist. So, für mich zum Beispiel ist gar nicht der Schmerz das Problem, sondern unser Leid mit dem Schmerz. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja. So, Schmerz ist ein ganz bestimmtes Phänomen. Aber unser Problem ist nicht dieses Phänomen, sondern ist unser Kampf gegen das Phänomen. So, und wenn du das anfängst, für dich zu untersuchen, was ist eigentlich überhaupt Schmerz? Ja. Für dich. Und dich dann der Frage stellst, was ist für dich der Sinn? Also ich habe für mich den Sinn gefunden, ja.
Ich kann sagen, ich bin immer noch nicht scharf drauf, aber ich bin sehr dankbar für den Lehrmeisterschmerz. Dann wirst du eine Antwort finden, die du vielleicht dann in irgendwelchen alten Schriften wiedergespiegelt bekommst, aber es ist deine Antwort, verstehst du? Und diese Antwort wird Bestand haben, wenn du den nächsten Liebeskummer hast, wenn du den nächsten körperlichen Schmerz hast. Und das ist die Einladung von Homo Universalis, Leute. Ich möchte euch einladen, auch in den Dreck zu gehen, euch dem zu stellen, worauf ihr eigentlich keinen Bock habt. Wie findet man seine Bestimmung? Das Problem liegt schon in der Fragestellung. Wie findet man seine Bestimmung? 8 Milliarden Menschen. Der Großteil davon will seine Bestimmung nicht mal finden. Dann gibt es einen großen Teil, der plänkelt mit der Frage, ja, weil es in ist oder weil er sich langweilt. Und dann gibt es einen relativ kleinen Teil, der ist so infiziert, der brennt so für die Frage, dass er es herausfinden muss. Okay? So, wenn du sagst, du brennst für diese Frage, dann musst du die Frage anders formulieren, nämlich, wie findest du deine Bestimmung? Also in deinem Fall dann, wie finde ich meine Bestimmung? Okay, so. Und noch besser wäre es, mein Tipp, ich bin bereit, heute und hier von meiner Bestimmung gefunden zu werden. Und das nicht einfach mal nur so schnell, locker, flockig für 5 Minuten, sondern als ein Gebet, was sich durch deinen ganzen Tag zieht. Und dann wirst du staunen. Du wirst staunen, weil ich wette mit dir, dass deine Vorstellung von Bestimmung anders war, als Bestimmung tatsächlich kommt. Also meine Erfahrung, wir machen uns das viel, viel zu kompliziert mit der Bestimmung und wir nehmen uns in diesem Spiel viel, viel zu wichtig. Bekommt man die Kommentare weg, fragt hier jemand. Du meinst jetzt im Stream, nee, das geht nicht. Das ist der Clou an diesem Live-Insta-Talk. Wie komme ich mehr ins Lauschen und nicht erklären? Wie bleibe ich neugierig auf mein Gegenüber, anstatt es immer mit mir zu verknüpfen? Das sind echt super, super coole Fragen, die ich heute stelle. Und das hat alles, was... Letzten Endes hat es alles was damit zu tun, ob ihr ein spirituelles Fundament habt. Und nochmal möchte ich betonen, das ist unabhängig davon, ob du Atheist bist oder irgendwie religiös unterwegs bist, okay? Warum ist das bei so einer einfachen Frage so wichtig? Schau, wenn du vor einem anderen Menschen sitzt und du merkst, du kannst diesem Menschen nicht richtig zuhören, sondern du bist innerlich am Babbeln oder du gibst Kommentare, du willst aber mehr lauschen, dann wirst du das nur tun können, wenn du für dich eine sehr klare Antwort auf die Frage findest, wer sitzt da gerade vor dir? Weil wenn, ich bringe 2 Beispiele, du könntest zum Beispiel sagen, ich bin hier und da ist der andere. So in dem Fall wird dein Ego immer sagen, pass auf, wenn du dem anderen lauscht, dann verlierst du. Ja, du musst die Zeit für dich nutzen. Du musst dich ins Spiel bringen. Du musst wichtig sein. Du musst zeigen, dass du existierst und dass du Bescheid weißt. Ja. So, Egos können nicht lauschen, weil Egos beim Lauschen das Gefühl haben, dass sie zu kurz kommen. Und noch was viel schlimmer ist, wenn wir wirklich ins Lauschen gehen, also ins offene Lauschen gehen, kommen wir an die Schwelle, hinter der das Ego nicht mehr existiert. Und dafür hat das Ego total Angst. So, wenn du aber aufgrund deiner eigenen spirituellen Research zu dem Punkt kommst, dass du weißt, dass das, was dir gegenüber sitzt, du selbst bist,
ein Part von dir, den kannst du gar nicht anders als lauschen. Und du weißt, dass du nichts mehr verpassen kannst. Verstehst du? So jetzt zum Beispiel, also ein paar Sachen, die ich heute Abend sage, klingen vielleicht erstmal verrückt für die, alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin wirklich sehr bodenständiger Mensch. Du kannst mir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit zugehört haben mit der Wahrnehmung von, da ist der Fight, mal gucken, was der zu sagen hat, und da bin ich. Und das ist okay. Du kannst aber auch jetzt gerade hier in diesem Bildschirm schauen, mit dem tiefen Verständnis, dass das, was gerade zu dir spricht, dass du das bist. Und dann gibt es keine Zufälle mehr. Und dann ist der Offenheit eine ganz andere Form von Offenheit da. So, wenn du in einer Beziehung mit einem Partner durch eigene Erfahrung, durch eigene Kontemplation zu dem Punkt kommst, dass du wirklich weißt, der andere bist du selbst, dann wird Streiten komplett sinnlos. Dann wird einander verletzen komplett sinnlos. Versteht ihr? Und deswegen ist dieses spirituelle, dieses geistig-spirituelle Fundament in uns. Und nochmal, ich meine nicht das, was du in der Kirche beigebracht bekommen hast, was du in irgendwelchen Büchern gelesen hast, sondern das, was du dir erarbeitet hast. So wichtig, weil es verändert alles. Es verändert deine Beziehung zu Schmerz, dein Sehen, Verstehen, was Krieg ist. Es verändert komplett alle deine Beziehungen. Es verändert den Sinn deiner Liebesbeziehung. Es verändert den Sinn deiner Arbeit. Es verändert die Beziehung zu Geld, zu Lust, zu Gott und so weiter. Deswegen macht das total Sinn, wenn du dich selbst ernst nimmst, dich damit zu beschäftigen. Deswegen nochmal hier an der Stelle zum Abschluss meine herzliche Einladung an euch. Wenn ihr Bock habt, das mal gemeinsam mit mir zu machen, jetzt am kommenden Dienstag geht's los mit Homo Universalis, kommt dazu. Ich glaube, dass es ein richtig, richtig guter, schöner Kurs wird mit richtig guten Fragen für uns alle. Und dann habe ich noch, gut, dass mir noch einfällt, ihr Lieben, ich habe eine praktische Empfehlung für dich und gleichzeitig ist es auch eine Bitte. Wir haben festgestellt, also mein Social Media Team hat festgestellt, sorry, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich habe es vergessen zu sagen, dass Facebook und Instagram, die haben schon wieder ihre Algorithmen verändert. So, wenn du mich nicht verpassen willst, also auch meine super, super schlauen Posts, Augenzwinker, Augenzwinker, dann ist es cool, wenn du mich als deinen Favoriten speicherst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nach diesem Talk auf meine Seite nochmal gehst und da gibt's rechts oben gibt's so ein Feld, da kannst du mich als Favoriten speichern, dann wird dir das Ganze immer aufgezeigt. Und ich brauche nicht so ackern, um bei dir zu erscheinen. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz doll für den Abend. Ich freue mich, dass so viele in der Leitung waren. Ich hoffe, dass die Fragen bei dir nachwirken. Ich wünsche dir in dem Sinne, wie ich es vorhin erklärt habe, echtes Erwachen. Und zwar immer wieder, immer tiefer bis zu deinem letzten Atemzug. Wir packen das Video dann auch später wieder auf meine Seite. Okay? Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ein echt waches, liebevolles Leben. Ciao.